der DAX bei 35.000 Punkten. Wie das gehen könnte, das klären wir heute. Außerdem schauen wir in die USA. Will Präsident Trump die Unruhen eskalieren? Und der DAX diese Woche über die 12.000-Punkte-Marke gegangen. Anleger hoffen auf ein milliardenschweres Konjunkturprogramm. Und damit herzlich willkommen zu Inside Markets X hier von der Frankfurter Börse. Ich bin Manuel Koch. Diese Sendung präsentiert Ihnen Markets X, ein Partner der Trading House Börsenakademie. Zum Corona-Tief im März hat der DAX schon wieder gut 45% zugelegt, über der 12.000-Punkte-Marke. Auch in den USA an der Wall Street läuft es nicht schlecht. Aber dort sehen wir die Proteste und die sind in dieser Woche immer schlimmer geworden. Wir haben uns mal mit Sandra Navidi unterhalten, was sie über die Proteste und über Präsident Trump denkt. Man muss sagen, dass Donald Trump von Anfang an alles getan hat, um diese Krise zu eskalieren. Die Wortwahl, die er benutzt hat, er hat zunehmend Zuspruch an seiner Basis verloren. Das heißt, es liegt in seinem Interesse, dieses Feuer, dieses Chaos immer weiter anzufachen und weiter schwelen zu lassen. Ich denke, sein ultimatives Ziel wird es sein, die Wahlen auszusetzen. Und je mehr Chaos da ins Spiel kommt, kann er sagen, tut mir leid, Leute, wir können jetzt nicht wählen, es sind zu viele Leute krank, es herrscht so viel Chaos, es ist zu unsicher, um in die Wahllokale zu gehen. Viele Anleger fragen sich ja, ob die Rallye an den Börsen weitergeht oder ob wir doch noch stärkere Abverkäufe sehen. Wichtig ist jetzt die Saisonalität. Die Monate Juli, August, September sind rein statistisch gesehen deutlich schlechtere Börsenmonate. Wo würde der DAX stehen, wenn diese Monate herausgerechnet werden würden? Wenn man dann historisch diese insgesamt 4 Monate, der Juni ist noch mal relativ ordentlich, ausspart, dann hat man in der Vergangenheit in Summe den DAX deutlich schlagen können. Wenn man einen solchen saisonalen DAX berechnen würde, dann stünde der bei 35.000. Und das ist schon ein Wort, und das zeigt also, irgendwas muss dran sein an der Saisonalität. Und wir schauen jetzt auf den Veranstaltungshinweis der Trading House Börsenakademie. Webinare statt Seminare. Wenn ihr euer Börsenwissen vertiefen wollt, dann schaut doch mal auf die kostenlosen Börsenwebinare der Trading House Börsenakademie. Am 17. Juni gibt es erfolgreich traden mit dem Trendfolgesystem Bluestar. Am 2. Juli und 14. August dann Börse für Einsteiger. Für jeden, der erfolgreich an der Börse agieren möchte, ist da was dabei. Meldet euch am besten jetzt an unter trading-haus.de. Und jetzt die Top-Aktien-Empfehlungen der Trading House Börsenakademie. Wir schauen zuerst auf die Tesla-Aktie. Obwohl der Corona-Crash das Papier zeitweise stark belastete, konnte sich die Aktie rasch wieder erholen, im ersten Quartal sogar über ihren kurzfristigen Abwärtstrend um 800 US-Dollar springen und an die nächstgrößere Hürde von 850 Dollar zulegen. Zu Beginn dieser Handelswoche konnte auch dieser Bereich überwunden werden. Die nächste Anlaufstelle könnten die Zwischenhochs aus Mitte Februar bei 944 US-Dollar darstellen, darüber das Rekordniveau aus Anfang des Jahres bei 968 US-Dollar. Im Zuge dessen könnten sich bullische Marktteilnehmer sogar dazu verleitet sehen, an der 1.000-Dollar-Marke anzuklopfen. Mittelfristig birgt die V-förmige Kursbewegung seit Anfang des Jahres sogar das Potenzial, rechnerisch bis in den Bereich von 1.200 und einem US-Dollar vorzudringen. Noch zu Beginn des Jahres feierten Investoren einen Rohölpreis beim amerikanischen WTI von $65,43 je Fass. Aber bereits vor der Corona-Krise schwächelte die Nachfrage und drückte den Rohölpreis in einem ersten Schritt auf $50,50. Anschließend nahm der Lauf seinen Weg und führte schlussendlich zu einem Preissturz auf $7,91. Seitdem allerdings konnte ein großer Teil der vorausgegangenen Verluste wieder aufgeholt werden. Die Anzeichen für eine bevorstehende Konsolidierung in Richtung 35 US-Dollar nehmen spürbar zu. Bei nachhaltigen Tagesschlusskursen unter 35 Dollar wird genau dieses Szenario sehr wahrscheinlich. Eine dazugehörige Verlustbegrenzung kann vergleichsweise knapp oberhalb der aktuellen Wochenhochs von $38,28 angesetzt werden und minimiert somit das Short-Risiko deutlich. Mittelfristig aber bleibt WTI weiterhin als bullisch zu bewerten, zumal die Weltwirtschaft langsam wieder anläuft und der Bedarf steigt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben, kommentiert und postet. Und ansonsten sehen wir uns in der kommenden Woche wieder. Das war Inside Markets X. Ich bin Manuel Koch. Happy Friday.
Diese Sendung präsentiert Ihnen Markets X, ein Partner der Trading House Börsenakademie.